Oh yeah, Elektroschrott. Eine alte chinesische Weisheit sagt, ein Wecker, der nicht weckt, weckt nicht. Ist relativ offensichtlich. Und ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Wecker macht sich jetzt beim Wecken gleich deutlich besser als vorher, weil er jetzt nämlich wecken kann. Und zwar hatte ich ja schon neulich gezeigt, dass ich hier die Weckzeit verstellen kann. Wie ihr euch unschwer denken könnt, war das gerade eben so ein bisschen gezeitraffert. Ja, fake, 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 ich weiß. Aber ist noch nicht optimal. Jetzt enable ich noch. Und jetzt warten wir, bis es 15:07 Uhr wird. Weil um 15:07 Uhr habe ich gerade die Weckzeit eingestellt. Übrigens, dass das so ein bisschen flackert eventuell, liegt an der Kameraaufnahme und nicht an den LEDs. Die LEDs sehen normal super aus. Okay, ich habe es jetzt so eingestellt, dass es vorläufig mal maximal 5-mal piept. Das ist natürlich konfigurierbar. Das ist jetzt einfach für den Fall, dass man den Wecker anlässt und dann irgendwie weggeht und vergisst, den Wecker auszumachen, während man im Urlaub ist, damit das Ding dann nicht den ganzen Urlaub lang durchpiept und die Katzen irre macht. So eine kleine Art Notabschaltung eigentlich. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt da alles fertig. Ich kann meine Weckzeit einstellen, ich habe ein DCF-Signal, der Piepser piepst. Ich kann auch die Lautstärke von dem Piepser einstellen, dafür habe ich eine kleine PWM verwendet. Tja, verdammt, ich denke, ich werde jetzt nicht umhinkommen, endlich mal sowas wie ein Gehäuse zu bauen. Oder ich stelle mir das einfach so auf den Nachttisch, wie ihr es jetzt hier seht. Kommt wahrscheinlich meinen handwerklichen Fähigkeiten deutlich näher, als wenn ich versuche, irgendwas zu basteln.